Es waren einmal zwei Schwestern. Die lebten zusammen mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus. Die eine von ihnen war fleißig und schön, die andere aber faul und hässlich. Doch die Mutter hatte die Faule viel lieber, weil sie ihre rechte Tochter war. Die Fleißige aber war das Aschenputtel im Hause und musste alle Arbeiten verrichten, während ihr die Faule dabei zuschaute, sich putzte und sich's wohl sein ließ. Eines Tages hatte die Fleißige so viel Flachs zu Garn gesponnen, dass ihr dicke Bluttropfen aus dem Finger quollen. Schnell eilte sie zum Brunnen und wollte das Blut abwaschen. Doch die Spindel fiel ihr aus den zitternden Händen und versank in dem tiefen Brunnen. Da erfasste das arme Mädchen großer Schrecken, und in seiner Herzensangst vor der bösen Stiefmutter sprang es der Spindel hinterher, um sie herauszuholen oder aber zu sterben. Wo bin ich? Helles Sonnenlicht blendet meine Augen. Das Wasser rauschte mir in den Ohren und ich dachte, ich muss in dem kalten, dunklen Brunnen sterben. Und auf einmal stehe ich auf einer grünen Wiese, inmitten von tausend blühenden Blumen. Und das Mädchen ging auf dieser Wiese fort und plötzlich hörte es über sich eine Stimme. Schüttle mich! Schüttle mich! Meine Kinder sind allesamt reif! Wer rief denn da? Ach, das war der Apfelbaum, unter dem das Mädchen gerade stand. Der arme Baum hatte so schwer zu tragen, wie tat er ihm leid. Und er schüttelte so lange, bis alle Äpfel am Boden lagen, legte sie ordentlich auf einen Haufen zusammen und ging danach weiter. Er sprang über einen tiefen Bach und kletterte über einen hohen Berg, bis es auf einmal vor einem Backofen stand. Aus dem rief es, »Zieh uns heraus! Zieh uns heraus! Sonst verbrennen wir!« Das Mädchen besann sich nicht lange, machte sich fleißig an die Arbeit und hörte erst auf, als es alle Brote aus dem Backofen herausgeholt und ordentlich auf einen Haufen zusammengelegt hatte. Nun wanderte es weiter und entdeckte endlich in der Ferne ein kleines Haus, aus dem eine alte Frau herausschaute. Weil die Alte aber gar so große Zähne hatte, wollte das Mädchen wieder fortlaufen. Doch die Frau winkte ihm freundlich zu. »Schönen guten Tag, mein Kind. Tritt nur näher. Ich habe schon gesehen, wie du meinen Apfelbaum geschüttelt und meine Brote aus dem Backofen gezogen hast. Das hat mir sehr gefallen. Aber sage mir, wie fandest du den Weg von der Erde in mein Reich?« Und das Mädchen erzählte der alten Frau von seiner Mutter und von seiner Schwester und von den Schlägen, die es erhielte, wenn es ohne Spindel nach Hause zurückkehren würde. »Fürchte dich nicht, meine Tochter, denn es wird alles gut werden, wenn du bei mir bleibst und fleißig meine Betten aufschüttelst, damit es auf der Erde schneit. Denn weißt du, wer ich bin? Ich bin die Frau Holle.« Weil ihm die Alte gar so gut zuredete, willigte das Mädchen ein und trat in Frau Holles Dienste. Fleißig schüttelte es Tag für Tag alle Federbetten auf, und dabei fielen unzählige Schneeflocken auf die Erde. Die Kinder riefen, »Hurra, es schneit, es schneit!« holten ihren Schlitten aus dem Keller, schauten zum Himmel empor und sangen, »Frau Holle, Frau Holle, die trug zu ihrem Haus heraus, wie sie die Welt so prächtig ausgekommen, ein armes Mägdelein, das ruft sie gleich zu sich herein. Nun hatte das Mädchen eine Zeit lang die Betten tüchtig aufgeschüttelt und nur gute Worte von Frau Holle dafür bekommen. Und doch wurde es von Tag zu Tag trauriger.
Eines Abends stand es wieder lange an seinem Fenster und blickte betrübt auf die Erde hinunter. Was ist nur mit mir geschehen? Es drückt mir der Gram fast das Herz zusammen und meine Tränen wollen nicht mehr trocknen. Ich kann und kann den Blick nicht von der Erde und von den Menschen losreißen. Immerzu muss ich an unser kleines Haus und an den Garten, an die Mutter und an die Schwester denken. Was sie jetzt wohl machen werden. Ob unser guter alter Hahn noch lebt? Ach, ich sehne mich so nach Hause. Es muss das Heimweh sein, das mich gepackt hat. Frau Holle hatte gemerkt, dass sich das Mädchen so sehr betrübte und fragte es am nächsten Tag. Was ist dir, mein Kind? Habe Vertrauen und schütte mir dein Herz aus. Welcher Kummer drückt dich? Ach, liebe Frau Holle, ich bin sicher ein gar undankbares Geschöpf. Ihr habt mich so gut aufgenommen und mir nie ein böses Wort gegeben. Von meiner Mutter und Schwester bekam ich nur Schelte und oft Schläge dazu. Und trotzdem möchte ich zu ihnen zurück. So steht es also mit dir. Aber ich verstehe dich. Und weil du mir treu und redlich gedient hast, will ich dich bis zu dem Tor zur Erde zurückbringen und dir dort deinen Lohn auszahlen. Damit fasste Frau Holle das Mädchen bei der Hand und sie gingen zusammen vorbei am Backofen, kletterten über den hohen Berg, sprangen über den tiefen Bach und wanderten weiter vorbei am Apfelbaum und über die Wiese. Dort gab Frau Holle dem Mädchen seine Spindel wieder und öffnete ein großes Tor, welches das Mädchen vorher gar nicht gesehen hatte. Das ist dein Lohn, weil du so fleißig gewesen bist. Leb wohl, Goldmarie, und vergiss